dynamisch, schnell futuristisch. So wirbt Siemens schon seit einigen Jahren im Internet für den Velaro, den neuesten ICE. Aber im deutschen Bahnalltag ist der Zug immer noch nicht angekommen, obwohl die Züge dringend gebraucht werden. Wie diese Aufnahmen mit versteckter Kamera zeigen. Denn die Bahn hat zu wenig Züge im Einsatz und das macht sich tagtäglich bemerkbar. Gerade heute, auch in der Nacht, hatte ich jetzt 2 Stunden Verspätung. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal wirklich einen Zug erwischt hatte, der gar keine Verspätung hatte. Es geht bei 5 Minuten los und kann bis 90 Minuten Verspätung alles schon passieren. Man kommt einfach nicht weiter. Und die sind also nicht im Stand, das in den Griff zu kriegen. Aber warum kriegt die Bahn das Problem nicht in den Griff? Hatte sie doch schon vor einigen Jahren 16 neue Züge bei Siemens bestellt. Diese will die Bahn als Doppelzüge fahren lassen, damit sie flexibel einsetzbar sind. Auf stark frequentierten Strecken als Einzug, um sie dann auf weniger starken Strecken zu teilen. Aber immer wieder wurde deren Auslieferung verschoben. Mittlerweile gibt es gar kein Auslieferungsdatum mehr. Denn das Eisenbahnbundesamt, das für die Zulassung zuständig ist, hat gerade bei den Doppelzügen Mängel festgestellt. Unter anderem kann sich durch einen Softwarefehler das Bremsen verlangsamen. Wenn denn die Bremsung mal vom Lokführer, vom Triebfahrzeugführer eingeleitet wird, verzögert das, was zu einem längeren Bremsflug führt. So ist die offizielle Verlautbarung und das sind eben kardinale Fehler, die keine Zulassung erlauben. Wer aber trägt die Verantwortung? Vor der Kamera will dazu keiner etwas sagen. Dabei haben sich Siemens und Bahnvertreter bei der Vorstellung des Velaro-Prototypens vor einigen Jahren noch gerne gemeinsam präsentiert. Die Bahn sieht den Fehler eindeutig bei Siemens. Siemens wiederum kritisiert, das Eisenbahnbundesamt würde zu lange prüfen. Auf der Siemens-Hauptversammlung im Januar sucht der Vorstandschef dafür sogar den Schulterschluss mit der Bahn. Wie die Bahn würden auch wir es sehr begrüßen, wenn Hersteller, Bahn, Eisenbahnbundesamt und Politik in der Zulassungspraxis zu einfacheren, schnelleren und zeitgemäßen Zulassungsregeln kämen. Aber vom angesprochenen Eisenbahnbundesamt heißt es nur allgemein und bissig zurück. Seriös lässt sich ein neues Fahrzeug in dieser Zeit nicht entwickeln, erproben, behördlich zulassen und produzieren. Die Verantwortung wird hin und her geschoben. Experten aber sehen klar einen Schuldigen. Siemens. Die Softwareprobleme müssen eindeutig beseitigt werden, um dann die Zulassung in dieser Richtung zu bekommen. Wann die neuen Züge nun endlich fahren, völlig offen. Für Zugfahrer bedeutet das also weiter Reisefrust statt Reiselust.